Zunächst geht es über den Ort. Und da wird deutlich, dass Zermatt mittlerweile weit mehr als ein Bergdorf ist. Dann kommt das Matterhorn in Sicht. Der Hubschrauber folgt dem Weg der Erstbesteiger. Die Hörnli-Hütte in 3260 Metern Höhe ist heute Ausgangspunkt für die allermeisten Gipfelstürmer. An Tagen wie diesen kann es auf dem Grat zu regelrechten Staus kommen. Rein technisch gilt der Aufstieg bis zum 4477 Meter hohen Gipfel als nicht sonderlich anspruchsvoll. Trotzdem überschätzen sich viele Bergsteiger. An keinem anderen Berg sind mehr Tote zu beklagen. Auf keinen anderen Gipfel über 4000 Meter wollen aber auch so viele rauf. Zwar ist Zermatt auch reich an anderen touristischen Attraktionen, doch bleibt das Matterhorn der Besuchermagnet schlechthin. Das kleine Matterhorn wirkt neben seinem berühmten großen Bruder eher unscheinbar. Auch die schönste Tour geht zu Ende. Zum Abschluss zeigen die Piloten Michael ein weiteres lohnendes Landen. Felsmassivs thront ein Luxushotel samt Sternwarte. Auch da will Michael unbedingt noch hoch. Thank you.